In der Öffentlichkeit zu sprechen, ist in jedem Alter beängstigend. Aber mit 13 Jahren eine Rede halten zu müssen? Das Leben als Prinzessin in Spanien ist nicht so glamourös, wie ihr vielleicht denkt. Die spanische Kronprinzessin Leonor und ihre jüngere Schwester, Infantin Sofia von Spanien, sehen vielleicht wie ganz normale Schwestern aus. Aber sie gehören definitiv nicht zu einer normalen Familie. Die Töchter von König Felipe VI. Von Spanien und ihrer Majestät Königin Letizia leben das Traumleben vieler gewöhnlicher Menschen. Leonor wurde am 31. Oktober 2005 geboren. Sofia folgte 1,5 Jahre später, am 29. April 2007. Schon vor der Einschulung standen diese Prinzessinnen im Mittelpunkt des Medieninteresses und hielten öffentliche Reden. Es ist offensichtlich, dass die beiden jungen Frauen im Laufe der Jahre ihre eigene Persönlichkeit entwickelt haben, auch wenn die meisten ihrer öffentlichen Auftritte immer noch Seite an Seite stattfinden. Laut Daily Mail spricht Prinzessin Leonor bereits 4 Sprachen, um sich darauf vorzubereiten, dass sie eines Tages Herrscherin von Spanien wird. Ihre Schwester Sofia begleitet sie schon seit Jahren bei offiziellen königlichen Auftritten. Königin Letizia ist eine der schönsten Königinnen der Geschichte und dafür bekannt, dass sie sich gerne modisch auffällig kleidet. Ihre Töchter schlossen sich ihr im August 2022 bei einem öffentlichen Auftritt an, wobei die spanischen Prinzessinnen in puncto Stil in ihre Fußstapfen traten. Königin Letizia und ihre Töchter im Teenageralter sahen ähnlich aus und trugen witzige, aber dennoch elegante Zara-Kleider. Aber Mode ist nicht alles, denn Prinzessin Leonor und Infantin Sofia bereiten sich auch auf ihre Zukunft in der Monarchie vor, indem die beiden sich in Bücher vertiefen. Die spanische Königsfamilie hat ihre Töchter in erstklassigen Bildungseinrichtungen eingeschrieben. Laut BBC studiert Prinzessin Leonor derzeit am renommierten United World Colleges Atlantic College, das im Laufe der Jahre schon viele königliche Studenten beherbergt hat. Aber schon vor dem Besuch dieses Weltklasse-Internats sprach Prinzessin Leonor 4 Sprachen fließend: Spanisch, Katalanisch, Arabisch und Englisch. Auch ihre Schwester, Infantin Sofia, erhält auf Wunsch ihres Vaters eine Ausbildung zum Erlernen der beiden Amtssprachen Spaniens. Besuchten die Schwestern laut Town & Country 2018 ein Sommercamp in den USA. Als präsumtive Erbin des spanischen Throns hat Prinzessin Leonor lange auf ihre diplomatische Zukunft hingearbeitet. Ihre erste öffentliche Rede hielt sie laut der Zeitschrift Hello im Alter von 13 Jahren. Die Prinzessin gab ihr Debüt als Rednerin bei einer Veranstaltung zum 40. Jahrestag der spanischen Verfassung, bei der ein Artikel der Magna Carta des Landes verlesen wurde. Aber nur weil sie die jüngere Schwester ist, heißt das nicht, dass Sofia nicht auch ihren Anteil an öffentlichen Botschaften hat. Im Frühjahr 2020 veröffentlichten Infantin Sofia und Prinzessin Leonor eine aufgezeichnete Ansprache, mit der sich andere junge Menschen in Spanien dafür bedankten, dass sie sich an die Coronavirus-Sperren gehalten haben. Spain has initiated a nationwide lockdown as it grapples with rising cases of coronavirus infections. Die königlichen spanischen Schwestern wurden gesehen, um ihr Heimatland bei der UEFA-Frauen-Europameisterschaft 2022 zu unterstützen, wie das Magazin Ola berichtet. Das Spiel, das im Burnford Community Stadium in London ausgetragen wurde, war die erste internationale Reise der Schwestern ohne ihre Eltern, wie die Daily Mail berichtete. Es scheint, dass König Felipe seinen Töchtern eine große Liebe zum Fußball eingehaucht hat. Laut der Zeitschrift Hello nahm König Felipe beide Töchter zu Fußballspielen ihres Heimatvereins Real Madrid mit, wobei jede ihr eigenes Spiel bei einem Vater-Tochter-Date mit dem König sehen durfte. Der König verbrachte beide Spiele damit, mit seinen Töchtern zu sprechen und ihnen die Details des Spiels zu erklären. Letzten Endes sind Prinzessin Leonor und Infantin Sofia jedoch ganz normale Jugendliche, die unter außergewöhnlichen Umständen leben. Laut AllWeb schauen die beiden gerne Fernsehsendungen, und zwar vor allem Reality-Kochwettbewerbe wie Masterchef. Wie die Köche, denen sie zusehen, stehen auch die Prinzessinnen in der Küche und folgen den Rezepten ihres offenbar kochbegeisterten Vaters, der laut Olive Press eine mediterrane Ernährung bevorzugt. Das königliche Leben mit seinen öffentlichen Auftritten und stundenlangem Lernen ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber für die spanischen Königskinder scheint es genau das Richtige zu sein.